Wollt ihr mich nicht hineinlassen? Es ist die erste Zeit. Zu wem wollen die, Senior? Zu mir. Donnerrick, Donnerrick, dass sie noch leben. Zum Modernen habe ich noch keine Zeit gehabt. Aber bei euch könnte man es vorheizen. Hallo, Peter. So lange haben wir sie nicht gesehen, Herr Miller. Rasch das Gepäck! Rasch das Gepäck! Das hast du doch eben gehört. Leider noch nicht, Signora. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Warten. Gehen Sie sofort hinaus. Wie Sie wünschen. Verlassen Sie das Haus sofort. Das ist ein wenig zu viel verlangt, Signora. Werden Sie gehen? Ein? Zwei? Entschuldigen Sie, Signora, aber es gefällt mir hier sehr gut. Es gefällt Ihnen hier? Mhm. Es hat mir noch nie so gut in meinem Hause gefallen. Ich konnte doch nicht ahnen, dass ich einen so reizenden Gast antreffen würde. Sie wollen sagen, Sie behaupten, Sie sehen? Ja, ich bin... Signor Miller? Henry Miller. Lügen Sie auch nicht? Eine Lüge halte ich Ihnen gegenüber nicht sehr angebracht. Oder wollen Sie meinen Pass sehen? Das ist ja eine schöne Geschichte. Sie könnte gar nicht schöner sein. Bitte lassen Sie sich ruhig Zeit, ich will Sie nicht aus dem Zimmer vertreiben. Aber nein, was tun Sie denn? Ich wohne doch gar nicht hier. Ich habe mich doch hier nur... Aber Ihr Badezimmer ist so wunderbar und ist doch ein Jammer, wenn sowas jahrelang nicht benutzt wird. Das verrostet ja. Ja? Die Koffer, Herr Miller. Stellen Sie sie dort hin. Sie entschuldigen mich. Das Leben ist sehr reich an Überraschungen. Aber ohne sich anzumelden? Er hätte doch telegrafieren können. Er braucht sich nicht anzumelden. Er ist doch kein Gast. Er ist der Herr. Na ja, aber wenn einer jahrelang wegbleibt? 4 Jahre, 2 Monate, genau. Und so wahrscheinlicher wurde es mit jedem Tag, dass er wiederkommen würde, um nach den Rechten zu sehen. Ich für meine Person habe ja stets Bedenken gehabt, wenn Doña Joana in des Herrn Badezimmer ihre Romane las. Und ich habe Recht behalten. Kommt er aus London? Direkt. Weiß mein Onkel schon, dass er da ist? Nein, noch nicht. Ja? Hallo? Ja. Was? Wer? Was, Miller? Ja, das ist doch nicht möglich. Ist er tot? Tot? Bist du verrückt? Er ist hier. Was siehst du? Los, wo sind meine Schuhe? Wo hast du meine Schuhe versteckt? Da stehen sie doch. Oh ja, da stehen sie doch. Ach, ist das eine Überraschung. Ist das eine Überraschung? Wo sind meine Strümpfe? Wo hast du meine Strümpfe? In den Schuhen. Was? Ach, ich hab eilig. Eilig? Ach, ist der zweite Schuh. Den haben sie doch schon angezogen. Nein, das ist doch der erste. Das kommt darauf an, wie man zählt. Ach, niemand zählt von rechts. So, wo ist mein Hut? Auf dem Kopf. Natürlich, wohin gehört? So, los, ran, an die Arbeit. Ja. Ran, an die Arbeit. Sicherheit, Sicherheit, unser Herr ist da. Ja, das weiß ich, Jana. Wo steckt er denn? Er badet. Er badet, das möchte ich auch einmal. Hallo, Heinz. Hallo, Miller. Sind wir mal wieder beisammen? Ja. Überrascht? Da bin ich überrascht, meine Herren. Aber jetzt ist eine angenehme Jahreszeit ausgerüstet. Ist ein bisschen heiß, nicht? Immer noch einsam? Ja, immer noch einsam. Na, soll ich etwa noch heiraten? Ein ödes Leben.
Affen, Krokodile. Das ist hier so die Gesellschaft, die sich gegenseitig zum Tee einlädt, ja. Aber die Krokodile haben hier im Land kleine Füße. Bestimmt nicht mehr wie Nummer 36. Wollen wir nicht lieber ins Büro gehen? Ach, warum wollen wir bei der Hitze so viel herumlaufen? Na bitte, wie Sie wünschen. Also wie Sie wissen, lieber Herr Miller, ist die diesjährige Gummiernte im Allgemeinen sehr schlecht ausgefallen. Das heißt also, meine, wir können es nicht beklagen. Wir haben eine gute Mittelernte. Und nun habe ich die Ernte in drei Klassen eingeteilt. Und zwar, erste Klasse... Wirklich erste Klasse. Wenn man sich die Beine dazu vorstellt, in Seidenstrümpfen. Oder tragen die Krokodile hier keine Seidenstrümpfe? Wieso Krokodile? Ich meine, weil ich vorhin, als ich baden wollte, ein hübsches, junges Krokodil im Wasser fand. Im Fluss? Nein, im Badezimmer. Häusen, auf ihre alten Tage ein so junges Mädchen. Was, ich? Warum nicht? Es ist ein reizendes Mädchen. Gefällt sie Ihnen? Sehr. Sie alter Sünder. Also Sie sind ja nicht mehr böse, dass sie da so rumgeplätschert hat, ne? Dazu war unsere Begegnung zu charmant. Wirklich? Sie warf mir einen nassen Schwamm an den Kopf. Hat sie getroffen? Nein. Da müssen Sie aber schlecht gestanden haben. Trifft sie bei Ihnen besser? Nach mir wirft sie nicht. Das wäre ja auch sehr respektlos, Ihrem Onkel gegenüber. Was? Die Kleine ist Ihre Nichte? Ja, meine Nichte Joana. Das Kind meiner verstorbenen Schwester aus Pernambuco. Na, was sagen Sie nun? Dass von uns beiden wahrscheinlich nur ich in die Hölle komme. Sie sind mir zu unschuldig. Ach, lieber Herr Miller, in meinen Jahren ist Unschuld die einzige Medizin, die das Leben noch verlängern kann. Ist das nicht eine sehr bittere Medizin? Ja, bitter wie Lebertran. Sehen Sie, lieber Häusen, lieber keinen Lebertran und dafür kürzer leben. Das ist meine Devise. Lieber Herr Miller, bleiben Sie diesmal länger bei uns? Ich weiß noch nicht. Ich denke, in drei Tagen kann Joana wieder mein Badezimmer beziehen. Und ich schwimme auf einem größeren Wasser. Eine so lange Reise, um drei Tage hier zu bleiben? Es scheint, dass es sich trotzdem lohnt. Wenn der dritte nur halb so schön aufhört, wie der erste anfängt. Warum müssen Sie denn so schnell wieder fort? Weil in Europa kein Onkel Häusen sitzt, auf den ich mich verlassen kann. Danke, Herr Miller, danke. Ihnen zu Ehren. Zu heiß. Gehen wir auf die Terrasse. Draußen ist es bestimmt kühler. Ja, aber trotzdem bleibt der Kragen steif. Also ich muss mich umziehen. Ich kann es nicht aushalten.
viel. Oh ja. Auf diesen Tag, der so schön begann. Für mich begann er mit deiner Blamage. Blamiert war nur ich. Es gibt keine Märchen mehr. Früher warfen Badende Nixen, die man belauschte, mit Wasserrosen. Heute mit Badeschwämmen. Und nachts steigen sie an Land, sitzen auf einer Terrasse, trinken Sekt und haben ein wunderbares Abendkleid an. Gefällt es Ihnen? Mein Onkel hat mich für verrückt erklärt, als ich es auspackte. Wie jung Sie sind. No, es ist kein Spaß, so jung zu sein. Bleiben Sie noch eine Weile. Wenigstens noch 3 Tage. Warum Volkslieder immer so traurig sind. Alles in dieser Welt hat wenig Grund zum Lachen gibt. Und ich lache so gern. Sie haben zum Weinen ja auch noch einige Jahre Zeit. Manchmal muss ich weinen und habe gar keinen Grund dazu. Verstehen Sie das? Sie verliebt werden, ja. Mit der Liebe fängt meist das Weinen an. Na, was sagen Sie zu dem Chorkonzert unserer Leute? London ist doch gar nichts dagegen. Es geht mir merkwürdig mit diesem Stück Erde. Ich hatte ganz vergessen, dass es so schön sein kann. Besonders abends, wenn es kühl wird. Du wirst dich erkälten. Im Abendkleid erkältet sich keine Frau. Dann nennen Sie dieses Baby auch noch Frau. Die höchste Zeit, dass sie zu Bett geht. Also macht einen Knicks, dann Miller ist müde von der Reise. Aber auch. Ja, doch, doch, mein Kind. Gute Nacht. Nacht. Ja. Ja, ja, so ist das. Geht nun auch schon als junge Dame herum. Ja, was ich sagen wollte. Ich habe vorhin die Bücher durchgesehen. Warum hat die Firma Ischgivaro nicht gezahlt? Aber lieber Herr Miller, Ischgivaro geht's nicht gut. Er hat 2 schlechte Ernten gehabt. Man müsste dem Mann etwas Luft lassen. Ach was, wer gibt uns Luft, wenn wir nicht zahlen? Der Vertrag läuft mit Jahresende ab. Lassen Sie pfänden. Pfänden? Wenn Sie wünschen. Es sind zu viele Außenstände. Die Fristen müssen eingehalten werden oder wir packen zu. Ja, wenn Sie Geld brauchen. Nach Europa? Nein. Ich meine nur, Ischgivaro könnte man vertrauen. Vertrauen ist mir ein unbekanntes Wort, guter Eisen. Also gehen wir zu Bett. Sie können Ihr Glas ja noch in Ruhe austrinken. Übrigens, Heusen, es kann sein, dass ich doch länger als 3 Tage hier bleibe. Und das sagen Sie erst jetzt? So ganz nebenbei? Das freut mich aber. Wirklich? Na, dann kann ich mich ja wieder ruhig zu Bett begeben.
Hallo, Carsten. So, jetzt kann mich die alte Caroline mal für 3 Wochen am Popokate fesseln. Ja, was fängst du denn mit so viel Urlaub an? Hm, gib mir eine dicke Heiratszulage, weiß ich, was damit anzufangen. Na nu, schon so weit? Was heißt so weit? Schließlich bin ich aus der Pubertät raus. Na ja, aber darum doch nicht gleich in die Pantoffeln rein. Mensch, Bonito. Wenn du wüsstest, was das für ein Mädel ist, du würdest dich mit einer Rakete hinschießen lassen. Nur um in ihre Pantoffel zu steigen. Joanna! Hier, Onkel! Ach, hier ist ein Telegramm für dich. Hier, halt mal. Habe Urlaub, ankomme mit dem Meilenstiefel morgen früh. Hussian. Da kommt. So, da hast du ihm wohl die 7 Meilenstiefel geschickt, ja? Oh, man telegrafiert keine Küsse. Was doch mein Schenk auf einen Kuss. Ich hätte dich für klüger gehalten. Ach, du bist der Dumme. Der Jan, da kommt. Ja. Krokodile nicht an? Nein, sie wollen nicht anbeißen. Vielleicht ist mein Köder schlecht. Ach, Angel ist überhaupt eine faule Ausrede. Wofür? Für nichts tun. Dass sie so faul sein können. Ich hätte ihnen dieses Laster nicht zugetraut. Faulheit ist kein Laster, sondern ein Talent. Da ist einer. Oh, jetzt ist er weg. Sie haben bestimmt sehr viel Talent. In Europa lobt mich niemand so aufrichtig wie Sie. Aber warum wollen Sie dann wieder nach Europa? Bleiben Sie doch ganz hier. Sie es wollen? Für immer? Es ist doch nicht wahr. Sie können es wahr machen. Ich? Sie waren so lustig. Jetzt sind Sie ganz still. Wir müssen gehen, Herr Mille. Bleiben Sie. Joanna. Ich muss Ihnen etwas sagen. Und? Ich bin verlobt. Verlobt? Ja. Sind Sie mir böse? Nein. Er heißt Jan. Sie werden ihn kennenlernen. Kommt er her? Ja, morgen früh. Und wann wird geheiratet? Oh Gott, daran dürfen wir noch gar nicht denken. Mein Onkel will, dass wir so lange warten, bis Jan dann im Bett am Posten ist. Joanna! Joanna! Wir kommen! Sehr tüchtig? Sehr. Jan, sehr. Schweigsam, verlässlich. Unbedingt. Gut, ich will Ihnen helfen. Bei dem Kondorsyndikat habe ich keinen Einfluss. Aber ich kann den Verlobten an jemanden empfehlen, an einen sehr einflussreichen Mann in Europa. Wie gut, Sidi. Ich bin nicht gut. Ich tue es Ihretwegen. Mein Freund lebt in Paris. Ich bin sicher, dass er Ihren Verlobten anstellen wird. Er benutzt für seine Reisen nur eigene Flugzeuge und seine Piloten müssen bei jedem Wetter fliegen. Oh, Jan fliegt auch bei jedem Wetter. Der hat noch nie Angst gehabt. Sie sagen in Paris? Dann werde ich auch nach Paris können. Sie? Ich glaube nicht, dass das so rasch gehen wird. Er wird vorerst wohl nur für ein Probejahr angestellt werden. Aber wenn Ihnen das Opfer zu schwer ist, dann lassen wir es. Nein, es ist nicht zu schwer. Wenn er weiter Postflieger bleibt, kann ich ihn ja auch nur selten sehen. Darf ich wissen, wer Ihr Freund ist? Er heißt Mylius. Mylius? Sie haben den Namen nie gehört? Glückliche Joanna. Sie leben wirklich in einer anderen Welt. Ja! Du bist wirklich gekommen. Wie gut, dass du gekommen bist. War's schnell? Mit 7 Meilenstiefel. Und ich habe 3 Wochen Urlaub. Oh, na, du komm keine Sekunde davon von hier. Halt. Ich hab dir was mitgebracht. Hier, schau mal. Oh, süß. Na, gefällt er dir? Ja. Aber jetzt ist nur ein kleiner Mops, aber das wird mal ein riesengroßer Teddybär. Das ist aber nett von dir, dass du so einen verstaubten Kerl noch abküsst.
Na, ich fliege zwar dauernd da oben rum, aber das weiß ich jetzt. Der richtige Himmel, der ist nur auf dieser Erde. So. Du, aber jetzt geh und wasch dir die Pfoten. Von Herrn Miller? Ja. Also abgereist. Wann denn? Wann denn? Sehr früh am Morgen. Es war noch ganz dunkel, Herr Heusen. Nach Europa. Da haben wir es. Pina, machen Sie gleich, dass Sie rauskommen. Ja, machen Sie, dass Sie rauskommen, oder ich bekomme sofort einen Tropenkoller. Sehr wohl, Herr Heusen. Ist hier geblieben, ja? Hinsetzen. Was drücken Sie sich hier rum wie eine Klapperschlange? Weiber sind doch wie die Schlangen. Leider nicht mal halb so klug wie eine anständige Kobra. Warum schreiben Sie nicht? Bin ich zum Ansehen hier? Sie sollen schreiben, ich diktiere. An Signor Francesco Ischivaro, Rio de Janeiro. Mein Herr, wir erwarten nunmehr umgehend Ihre Zahlungen. Warum schreiben Sie nicht? Ich schreibe ja. Widersprechen Sie nicht. Ich widerspreche ja gar nicht. Doch, innerlich. Der Herr hat einen Brief geschrieben. Da ist er. Bitte übergeben Sie Ihrem Verlobten beiliegendes Empfehlungsschreiben an Herrn Milius. Leben Sie wohl, Joanna Miller. Was ist denn, Joanna? Herr Miller ist abgereist. Ach. Aber er hat sein Versprechen nicht vergessen. Ach, die Empfehlung an Milius. Warum ist er dann ohne Abschied fortgefahren? Wohl, weil das seine Art ist. Na ja. Er wird wohl seine Gründe gehabt haben, nicht? Herrn Hendrik Mylius, Paris. Hendrik Mylius, Paris. Ach, Bankhaus Mylius. Jeder Taxichauffeur kennt Bankhaus Mylius. So, danke. Oh, hallo. Hallo, Carsten van Toff. Carsten, seit wann in Paris? Ich bin Ihnen hier angekommen. Und du? Fliegst du hier? Nee, seitdem ich bei euch rausgeflogen bin, fliege ich nicht mehr. Was suchst du hier? Mein neuen Chef. Wer ist denn das? Ein Privatmann, soll plötzlich reich sein. Ein gewisser Mylius. Hendrik Mylius? Ja. Ja, na Mann, du bist gut. Weißt nicht, wer das ist? Nee, keine Ahnung. Der grüne Kaiser. Der grüne Kaiser, na und? Na und? Na also komm, wir wollen Cognac trinken. Ich muss mich gegen so viel Unschuld mit Alkohol impfen. Er weiß nicht, wer der grüne Kaiser ist. Zwei Cognac. Wie bist du denn an den herangekommen? Verbindung aus Brasilien. Richtig? Da hat seine grüne Majestät ihre Macht begründet. So ein Junge, ein gewisser Mylius. Sag mal, war denn der mal irgendwo Kaiser? Kaiser? Ja, aber ohne Krone. Hat sich drüben erst mal durchgefressen, bis er eines Tages in der grünen Hölle des Amazonas Diamanten fand. Das heißt, damals war er schon Häuptling von irgend so einem eingeborenen Stamm. Was machen wir jetzt? Heute hat er seine Millionen in Dutzend Unternehmungen steckt und gewährt verschuldeten Nationen hoheitsvoll Anleihen. Dann wäre ich also sozusagen kaiserlicher Pilot. Was? Auf so viel Schwein muss man trinken. Prost. Prost. Jetzt muss ich aber weg. Na du, so einfach wird das nicht sein. Wieso? Mit dem hohen Herrn. Wieso? Er soll nämlich von den Eingeborenen gewisse Gewohnheiten beibehalten haben. Ach, was denn für welche? Er frisst auch Menschen. Allerdings mit Messer und Gabel. Vielleicht bin ich unverdaulich. Carsten? Jawohl. Moment, bitte. Bitte sehr, Herr Mylius erwartet Sie. Danke. Ja, Carsten. Von Herrn Miller. Also, Sie sind Jan Carsten. Jawohl. Wollen Sie meine Papiere sehen? Danke, das Schreiben genügt mir. Henry Miller ist mein bester Freund. Sie waren Postflieger in Südamerika? Jawohl. Sie haben keine geregelte Dienstzeit, müssen zu jeder Stunde bereit sein, bei jedem Wetter. Jawohl. Ja? Also, ich möchte warten. So wie Sie aussehen, sollte man glauben, dass Sie was können. Oh, ich werde es Ihnen beweisen. Haben Sie Freunde hier? Nein. Man wird versuchen, Sie auszuhorchen.
Über meine Reisen, über alles. Sie müssen zu schweigen verstehen. Aber wo hat er denn gesteckt? Es ist nicht herauszukriegen. Er ist von London nach Southampton gefahren. Dort verliert sich seine Spur. Also mit einem Dampfer? Dachte ich zuerst auch. Hier sind die Passagierlisten. Sein Name ist nicht dabei. Dieser Mann steckt euch alle in die Tasche. Nicht einmal sein Geheimsekretär weiß, wohin er für einen Monat verschwunden ist. Auch ein Geheimsekretär kann nicht alle Winkel kennen. Besonders die nicht, in denen eine Frau versteckt ist. Was soll das heißen? Ich habe eine Spur. Die führt auf einen Landsitz in der Nähe von Southend. Und weiter? Er gehört einer Lady Crane. Sie hat ihn am 20. Mai mit ihrem Wagen von der Station abgeholt. Eine Lady Crane. Hendrik, ich möchte dich gern sprechen. Machen Sie bitte einen Anstellungsvertrag mit Herrn Karsten. Jawohl, Herr. Bitte. Was willst du hier? Hendrik, ich ertrage es nicht länger. Was? Ich muss die Wahrheit wissen. Was für eine Wahrheit? Sag mir, wen besuchst du, wenn du wochenlang verschwindest? Wen ich besuche? Wenn du es wissen musst, einen guten Freund. Einen Freund? Du hast Freunde? Freunde, nein. Einer genügt mir. Und auf dessen Gut bin ich gewesen. Zufrieden? Auf diesem geheimnisvollen Gut deines geheimnisvollen Freundes befindet sich eine Frau. Eine Frau? Ja. Und ich weiß auch, wer sie ist. Sie heißt Lady Green. Lady Green? Sieh einer an, was meine kleine Ewe da ausgekundschaftet hat. Ist es wahr oder nicht? Es ist wahr. Hendrik, warum hast du mir das nie gesagt? Ich wusste nicht, dass du auch eifersüchtig sein kannst. Du gibst es also zu? Ja. Deine, oder vielmehr meine Lady Green, ist eine Frau mit großem Herzen. Nur schade, dass sie schon an die 70 ist. An die 70? Sie ist die Präsidentin des größten Wohltätigkeitsvereins von England. Und ich habe ihr einen Besuch gemacht. Hendrik, ist das wahr? Davon kannst du dich sehr leicht überzeugen. Du scheinst ja eine gute Nachrichtenquelle zu haben. Darf ich wissen, wer mir danach spioniert hat? Ich selber, Hendrik. Ich habe einen Privatdetektiv genommen. Jetzt schäme ich mich. Du hast doch einen Grund dazu. Hendrik, ich war so verzweifelt. Du hattest nie Zeit für mich. Ich wusste nicht, was das zu bedeuten hat. Nichts anderes, als dass ich jetzt wirklich keine Zeit habe. Ja, die Herrscher. Bitte, Sie können herüberkommen. Da hast du's. So geht's den ganzen Tag. Aber du sollst nur den guten Willen sehen. Hier ist eine Einladung zur Gala-Vorstellung in Covent Garden in London für zwei Personen. Ich fliege morgen mit dir hinüber, wir verbringen die Nacht in London und... Du hast keine Konferenzen. Du wirst nur für mich allein da sein. So wie früher. Das wird schön. Bestimmt. Aber verzeih, jetzt habe ich zu tun. Drei Bankiers erwarten mich. Nora, ich bin ja so glücklich. Ich bin so hungrig. Seit einer Stunde sitze ich hier und warte auf dich. Oh, entschuldige. Du bekommst gleich deinen Tick. Weißt du, wo ich war? Bei Hendrik. Stell dir vor, wir fliegen morgen nach London. Ich freue mich wahnsinnig. Na, und was machen meine Papierchen? Hüpfen sie? Springen sie? Aber Nora, davon konnte ich mit ihm wirklich nicht reden. Er steckt bis an den Hals in Geschäften. Und da soll ich ihm mit solchen Kleinigkeiten kommen? Kleinigkeiten? Na, erlaube mal, diese Kleinigkeiten sind mein Vermögen. Du bist dumm, das muss ich dir... aller Herzlichkeit sagen. Du denkst nie an die Zukunft. Ach, wenn ich die Freundin des grünen Kaisers wäre. Nora, jetzt hör aber auf. Du weißt, ich... Ja, ich weiß, du liebst ihn. Aber du rennst in dein Unglück. Ach, wenn ich doch nur an deiner Stelle wäre. Herren, ich hoffe, Sie haben eine angenehme Reise gehabt. Also, meine Herren, was haben Sie mir mitzuteilen? Ich glaube, Herr Picard wollte... Bitte sehr. Zwar, die Initiative zu unserer Konferenz ging von Herrn Vandermeer aus. Ich? Er hat gewichtige Bedenken dagegen geltend gemacht, dass wir... Wieso nur ich? Sie auch. Dass wir bei allem Vertrauen für unseren genialen Freund Mylius infolge der letzten Ereignisse in eine sehr unangenehme Situation geraten sind. Während nahezu 5 Wochen befand sich Herr Mylius irgendwo in... Im sonnigen Süden. Ja, während wir uns in völliger Dunkelheit über das Schicksal unserer Gelder befanden. Da Herr Mylius nicht die Gewohnheit hat, uns vorher über Zeitpunkt, Dauer und Ziel seiner Reisen zu informieren, so kann eine solche Lage sehr bald wieder eintreten und für uns sehr unangenehme Folgen haben. Jawohl. Ich weiß nicht, wie die anderen Herren darüber denken, doch möchte ich für meine Person im Namen meiner Aktionäre Herrn Mylius ersuchen, vor seinen Spekulationen uns künftig genau über Art und Charakter aller Unternehmungen zu unterrichten. Hinzufügen möchte ich, dass dieses Ersuchen natürlich keinerlei Misstrauen gegen ihn in sich birgt. Obwohl... Obwohl? Obwohl... Punkt. Punkt.
Jawohl. Punkt. Ich habe verstanden. Teilen alle drei Herren die Ansicht Herrn Picards? Sie, Herr Jacquin? Ich meine, ich persönlich sehe die Sache durchaus nicht so, wie soll ich sagen... Herr Vandermeer? Ich passe. Herr Picard, sagen Sie, wie lange besteht die Verbindung zwischen unseren Firmen? 4 Jahre. Und habe ich Sie stets über die von mir vorgenommenen Transaktionen unterrichtet? Ja, schon. Aber hinterher. Ja, hinterher. Das war die Grundbedingung unseres Abkommens. Und das Geheimnis meiner finanziellen Erfolge und Ihrer hohen Gewinne, meine Herren. Unterrichte ich aber Herrn Picard über meine Pläne, so muss ich dies auch einer XYZ gegenüber tun. Ein Börsencoup, den mehrere Bankhäuser kennen, gleicht einem Schuss, vor dem man den Gegner bittet, freundlich stillzustehen. Ich frage Sie weiter. Haben Sie Ihre Gewinne stets pünktlich überwiesen erhalten? Natürlich, natürlich. Aber das Kapital... Ach, Sie haben Angst um Ihr Kapital. Hohe Gewinne wollen Sie. Aber vor dem Risiko schlagen Sie 3 Kreuze. Meine Herren, unser Abkommen läuft bis Jahresende. Ich bin bereit, es mit dem heutigen Tag als gelöst zu betrachten. Sie erhalten Ihre eingezahlten Kapitalien innerhalb von 24 Stunden zurück. Machen Sie fortan Ihre Geschäfte allein. Ich danke. Aber Herr Mülius, ich möchte bemerken, dass Herr Picard für sich allein gesprochen hat. Ich für meine Person, ich halte unseren Vertrag aufrecht. Das war absolut nicht meine Absicht. Ich bestehe selbstverständlich auch auf unser Vertrag. Sie doch auch, Herr Vandermeer. Oh nein. Ich werde Ihren Vorschlag unseren Hauptaktionären unterbreiten. Ich nehme es zur Kenntnis, Herr Vandermeer. Caro, begleiten Sie den Herrn hinunter. Sag sehr verwahr. Können wir das eingezahlte Kapital des Bankhauses Vandermeer im Laufe des morgigen Tages zurückzahlen? Das Kapital vom Vandermeer? Können wir oder können wir nicht? In 24 Stunden? Das halte ich für ausgeschlossen. Für nahezu ausgeschlossen. Wir haben in den letzten Wochen große Verluste gehabt. Na und? Ich kann das nicht so übersehen. Ich werde auf jeden Fall selbst eine Prüfung vornehmen. Bis wann? Bis wann? Ich werde mein Möglichstes tun, vielleicht bis morgen früh. Danke, Herr Favard. Jawohl, Herr Mülius. Nun, Herr Picard und Herr Jacquin haben mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass Sie weiterhin Ihr uneingeschränktes Vertrauen genießen. Und Vandermeer? Er reist heute nach Amsterdam zurück und wird Ihr Angebot seinen Aktionären unterbreiten. Wir haben dadurch ungefähr 6 Tage gewonnen. Immer besser als 24 Stunden. Danke, Herr Caro. Verwartet mir morgen früh Bericht abstatten. Und Ihre Londoner Reise? Daraus wird nichts. Geht wirklich nicht, Herr Mülius. Vielleicht finden wir die Aktien, die in London liegen. Ausgeschlossen. Danke, Herr Favard. Herr Favard. Herr Mülius. Ich glaube, ich habe einen anderen Ausweg. Über welchen Betrag können wir verfügen? Über 3 Millionen Gulden. Überweisen Sie diesen Betrag nach Amsterdam an die Handelsbank. Auf das Konto Henry Miller. 3 Millionen? Handelsbank Amsterdam, Konto Henry Miller. Jawohl, Herr Milius. Sagen Sie, wo kann man sich heute Abend hier amüsieren? Na, es kommt ganz auf den Charakter ein. Auf meine? Nein. Den Charakter des gewünschten Amüsements. Ach so, weiter. Ich könnte zum Beispiel einen Vortrag hören von dem berühmten Referenten Battlecore. Radio Variety, phänomenal. Ferry, ein Boxer, der mit sich selbst boxt. Das ist schon ganz was anderes. Einer, der Feuer schluckt und dreimal Wasser nachtrinkt. Das ist doch Whisky, wäre aber Wasser, was? Musik?
Ohne Pause. Oh, danke, gehe ich hin. Bitte schön. Sie sind. Ja, zufällig. Ich habe Sie gar nicht erkannt. Wo wollen Sie denn hin? Ins Palladium. Sie werden doch der einzige Herr im Frack sein. Ja? Oh, ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal in London ausgehe, dann will ich auch richtig ausgehen. Wollen Sie denn unbedingt in ein Varieté? Ja, gut, der Portier, der meinte... Ich mache Ihnen einen besseren Vorschlag. Begleiten Sie mich in die Oper. Die Oper? Covent Garden. Heute ist Gala-Vorstellung. Ich habe 2 Karten. Ja, das wäre verdammt schön. Was wird denn gegeben? Othello. Und was wird der Mylius dazu sagen? Er wird Ihnen dankbar sein, dass Sie auf Ihr Vergnügen verzichtet haben, um mich nicht allein gehen zu lassen. Ja, wenn Sie meinen. Kommen Sie, holen wir die Karte. Dankeschön. So, den haben wir. Das Bild muss nämlich noch in die Morgenausgabe. Du, Sie mal, das ist ja die Evelatur aus Paris. Die Latour? Dann ist doch der Mann... Ach, Moment mal. Kaffenfern Mylius Paris. Henrik Mylius Paris, bitte. Ach, Verzeihung. Mein Name ist Fitzmaurice von Everyday. Darf ich vielleicht eine Frage an Sie stellen? Bitte schön. Sehr liebenswürdig. Sagen Sie, wie ist das eigentlich mit der Marokkobahn? Es heißt, dass Sie sie finanzieren wollten. Ich? Ja. Noch nicht mal, wenn ich das Geld dazu hätte. Danke. Bitte schön. Haben Sie das gehört? Was geht mich die Marokkobahn an? Ivy hat sie für Mylius gehalten. Ich? Wer war denn das? Ach, sicher ein Zeitungsmann. Fitzmaurice! Die beiden. Ja, was sagen Sie dazu? Wissen Sie, was das ist? Ein Börsencoup vom Alten. Genial ausgedacht. Passen Sie auf, jetzt gibt es was an der internationalen Börse. Ja, es gibt was. Aber nicht, was Sie denken. Eine unglaubliche Unverschämtheit. Stellen Sie mir diesen Kasten sofort hierher. Ach so, Sie meinen die beiden? Ich meine, dass es ja bald eine technische Sensation geben wird. Nämlich, dass ein Flieger ohne Maschine noch schneller fliegen kann als mit... Ach du, weißt du, was geschehen ist? Täglich viele Dinge in Paris. Aber so ist das nur alle 10 Jahre einmal. So rede doch. Ach, wie ich dich beneide. Lässt dich mit einem Hochstapler in London fotografieren. Mit einem Mann, der sich für den grünen Kaiser ausgibt. Ich verstehe kein Wort. Warum habe ich denn die englische Zeitung? Da ist sie. Unserem F-Berichterstatter gelang es, dem berühmten Börsenkönig Henrik Mylius kurz bevor er das Hotel Savoy verließ, in ein Gespräch über das bekannte Marokko-Bahnprojekt zu verwickeln. Herr Mylius erklärt im Laufe der Unterhaltung, dass er das Projekt nicht für rentabel halte. Und dass er sich an der Finanzierung schon aus dem Grunde nicht beteiligen würde, da momentan nicht über genügend Kapital verfügt. Schicken Sie Carsten zu mir. Ich habe mir bereits gestattet, ihn hierher zu bestellen. Er ist draußen. Er soll in der Sache ein formelles Dementi? Ach, Unsinn. Legen Sie immer im Frack herumzufliegen? Natürlich nicht, Herr Mylius, aber... Ich habe für meine Boten und Chauffeure Uniformen anfertigen lassen. Herr Mylius! Einem Flugzeugführer hielt ich es bisher nicht für notwendig. Das konnte ich doch gar nicht ahnen, dass dieser Journalist... Und das Bild? Das werde ich Ihnen erklären. Ich habe... Zu schweigen und Anstand zu lernen. Weiter nichts. Ruhe. Gehen Sie hinaus. Gehen Sie lieber. Verzeihen Sie, Herr Präsident, ein dringendes Telegramm für Herrn Caro. Danke. Sie gestatten. Ich habe mir erlaubt, mich über die Entscheidung des Bankhauses Van der Meer auf privatem Wege unterrichten zu lassen. Angebot Mylius angenommen. Stopp. Sofortige Kapitalauszahlung wird verlangt. B-Klasse. Ich fliege morgen nach London. Telegrafieren Sie McLean, dass er mich in Croydon erwartet. Abflug 7 Uhr. Mit diesem Kasten?
Jawohl. Mit diesem Karsten. Um 7 Uhr zur Kenntnis genommen. Seine Majestät haben Mut. Er will morgen mit mir über den Kanal fliegen. Willst du denn nicht? Na, der letzte Flug wird es wohl sein. Anstand lernen, den Mund halten, wo man mit 3 Worten den ganzen Mist aufklären kann. Nur sei mal friedlich. Ach. Hör mal ruhig zu. Ich möchte gern was mit dir besprechen. Na, schieß los. Du könntest mir einen großen Gefallen tun. Ihr werdet doch sicher im selben Hotel zusammen wohnen. Da brauchst du bloß dem Telefonisten ein gutes Trinkgeld zu geben. Und er soll sich alle Nummern aufschreiben, die Mylius anruft. Warum? Meine Auftraggeber interessieren sich dafür. Soll dein Schaden nicht sein. Hier, der Herr will gehen. Na dann nicht. Über dem Kanal. Wirst du mit Boden sich durchkommen? Das wird schon gehen. Und ich soll nicht mitfliegen? Brauch kein Kindermädchen. Na, dann nicht. Können wir, Herr Karsten? Jawohl, wir können. Das wird etwas länger dauern. Kommen Sie durch? Jawohl. Also, dann auf Wiedersehen. Auf Fünf. Keine Meldung? Noch nicht, Herr McLean. Das verstehe ich. Um 7 ist er abgeflogen. Jetzt ist es nach 12. Na, bei dem Wetter vielleicht sind Sie umgekehrt. Da kennen Sie aber Herrn Mylius schlecht. Eine Maschine im Südosten. Ob was ist? Bestimmt, was wird das sein? Herrn Mylius nicht mitgebracht? Ja doch, natürlich. Ja, wo ist er denn? Ist nicht da. Das verstehe ich nicht. Das habe ich in der Kabine gefunden. Zwei Patronen fehlen. Damit ist vor kurzer Zeit geschossen worden. Muss auf Fingerabdrücke geprüft werden. Jawohl. Das verstehe ich nicht. Ich habe selbst die Tür hinter ihm zugemacht. Herr Karsten, ich muss Sie verhaften lassen. Geheimnisvolle Verschwinden des grünen Kaisers. Geheimnisvolle Verschwinden des grünen Kaisers. Unfall oder Mord? Pilot Karsten unter Mordverdacht verhaftet. Karsten an Frankreich ausgeliefert. Bei Notlandung auf französischem Boden ausgeführt. Der unter Mordverdacht verhaftete Pilot mit Evelatur beim Londoner Hotel. Der unter Mordverdacht verhaftete Pilot Carsten. Alles wegen einer Frau.
glaube ich nicht. Na bitte. Mit Eva Latour vor einem Londoner Hotel. Ach, Onkel, das ist alles so entsetzlich. Ich hätte das von Jan nie erwartet. Ich auch nicht. Das bestimmt. Ich hab ja immer gesagt, das ist kein Mann für dich. Lass doch das Wein. Es hilft ja nichts mehr. Na, da ist er selbst. Wer? Jan? Nein, der grüne Kaiser. Der auf so tragische Weise ums Leben gekommene, bekannte Börsenmann Milius, Kreise seiner Mitarbeiter. Unser Miller ist auch dabei. Ja, den muss es ja besonders schwer getroffen haben. Er war ja sein bester Freund. Ich glaube, er steht direkt neben Milius. Ja, hier der Dicke, das muss er sein. Heul doch nicht so. Onkel, lass mich zu ihm. Lass mich nach Paris. Er wartet doch auf mich. Vielleicht kann ich ihm helfen. Nach Paris? Niemals. Doch. Aber was willst du denn von ihm? Genügt dir das denn nicht? Schau dir doch das Bild an. Genügt dir das immer noch nicht? Du hättest damals auf mich hören sollen. Dann hättest du heute alles. Geld, Reisen, Luxus und einen Mann, der dich liebt. Naja. Ich will dir ja nicht wehtun. Ich rede ja nur so. Angeklagter, Sie haben in der Voruntersuchung eine Schilderung Ihres Fluges gegeben. Ehe wir zur Vernehmung der Zeugen schreiten, möchte ich, dass Sie vor den Herrn Geschworenen noch einmal jene Ereignisse schildern, nach denen sich Ihre von Ihnen so nachdrücklich betonte Unschuld... Ich bin unschuldig! Ich habe ihn nicht! Unterbrechen Sie mich nicht! Was Sie wirklich getan haben, wird das Gericht feststellen. Haben Sie doch den Mut zum Bekenntnis. Ich brauche nicht zu lügen. Als wir uns der Küste näherten, wurde die Sicht so schlecht, dass ich versucht habe, immer höher und höher zu steigen. Wir waren schon auf 5000 Meter. Überall Wolken, Böen. Immer höher. Dann fragte ich Herrn Mylius, ob ich nicht umdrehen solle. Aber er wollte nicht. Ich stieg noch höher. Wir bekamen Gegenwind. Es gelang mir nicht, das Wetter zu überfliegen. Daraufhin versuchte ich, unten durchzukommen. Herr Mylius und fragte, ob ich an der Küste notlanden könnte. Ich hatte stellenweise Sicht und erkannte unter mir die französische Kanalküste. Drehte hart bei und landete auf einer Wiese hinter den Dünen. Das Aufsetzen gelang. Einen Augenblick. Die Sachverständigen sagen, dass diese Landung recht gewagt war. Für einen sicheren Flugzeugführer nicht. Wann sind Sie weitergeflogen? Etwa eine Stunde später. Und was hat sich in dieser Stunde abgespielt? Nichts Besonderes. Doch. Herr Mylius bot mir eine Zigarette an. Zigarette? Holen Sie mir doch mal meinen Revolver heraus. Revolver? Ja, bringen Sie.
Am Amazonas konnte ich Papageien mit dem Revolver aus der Luft herunterholen. Neugierig, ich hab's noch geht. War einmal. Es war einmal. Tja, das klingt wirklich wie ein Märchen. Diese Möwengeschichte haben Sie nun im Gericht zweimal serviert. Sie ist dadurch nicht schmackhafter geworden. Angeklagt, sehen Sie denn immer noch nicht ein, wie unhaltbar Ihre Behauptungen sind? Ich spreche die Wahrheit! Dann erzählen Sie uns weiter die Wahrheit. Als das Wetter abgezogen war, entschlossen wir uns zu starten. Ich half Herrn Mylius in die Kabine und schloss die Tür hinter mir zu. Herr Mylius setzte sich auf seinen alten Platz und ich ging zum Führersitz. Ich habe dann die Motoren angelassen. Ich habe mich noch einmal nach Herrn Mylius umgedreht, aber Herr Mylius hatte die Tür geschlossen. Abflug gelang und ich hatte einen glatten Flug bis Kreuden. Herrn Mylius habe ich nicht mehr gesehen. Herr Vorsitzender, ich bitte ums Wort. Der Angeklagte will uns glauben machen, dass Herr Mylius in der Kabine den Revolver fortgeworfen und sich dann in Luft aufgelöst hat. Ich beantrage die Vernehmung der Zeugen. Hören wir also die Zeugen. Herr Marcel Caro. Der Zeuge Marcel Caro. Kommt immer noch nicht dran. Du, ich sage dir, dieser Carsten hat doch das Testament vernichtet. Aber lass doch den Unsinn mit dem Testament. Wer so viel fliegt wie Mylius, macht vorher sein Testament. Du musst auf alle Fälle dafür sorgen, dass nach dem Testament geforscht wird. Bitte dich, der Mann hat keine Nachkommen, keine Kinder, keine Enkel. Wer soll dem bloß die ganzen Millionen erben? Ich fasse zusammen, die von unseren Häusern Herrn Mylius anvertrauten Gelder sind also verloren. Das ist... Meine Herren, schonen wir unsere Galle. Wir sind selbst schuld, wir waren zu vertrauensselig. Aber lassen Sie mich doch ausreden. Wir haben nicht die gebotene kaufmännische Vorsicht walten lassen. Zu vertrauensselig waren Sie. Ich habe Ihnen und seine Transaktionen von Agenten überwachen lassen. Ja, Ihr Geld sind Sie ja trotzdem los. Aber, mein Herr, das ist ja nicht möglich. Mylius hat noch vor 2 Jahren für 1,5 Millionen Pfund südafrikanische Goldminenaktien gekauft. Wo sind denn die geblieben? Die liegen in London. Na also, diese Aktien liegen in London. Diese Aktien nicht, Herr Jacquin. Ich habe festgestellt, dass diese Aktie im Laufe der letzten 2 Jahre von Mylius nach und nach in kleinen Paketen nach Südamerika verkauft worden sind. Und was liegt in London? Gefälschte Aktien. Haben Ihre Agenten das nicht in Erfahrung gebracht, Herr Vandermeer? Und ich habe diesen Lumpen Caro noch so hoch bezahlt. Mag sein, dass Herr Caro nebenbei auch noch ein Lump ist. Von diesen Aktien hat aber jedenfalls nur einer gewusst. Mylius. Aber wo sind die Gelder? Es gibt da verschiedene unerklärliche Dinge. Zum Beispiel sind im Laufe der letzten Jahre nahezu 8 Millionen Gulden an einen Herrn Miller nach Amsterdam überwiesen worden. Anscheinend ohne jeden Gegenwert. Das Geld können Sie nicht mehr zurückpfeifen. Aber diesen Miller werden wir natürlich hochnehmen lassen. Wenn wir erst mit Verhaftung anfangen, mein lieber Jacquin, dann weiß alle Welt, was los ist. Wir werden im Gegenteil tiefstes Stillschweigen bewahren müssen. Seinen Betrug auch noch decken, was? Nicht seinen Betrug decken, sondern unsere Häuser sichern. Begreifen Sie doch, uns bleibt, wenn wir nicht alles verlieren wollen, gar nichts anderes übrig, als diese ominösen Aktien auszulösen, zu vernichten und zu versuchen, mit Hilfe der sehr bedeutenden internationalen Verbindung und der heute noch bestehenden Kreditwürdigkeit des Bankhauses Mylius. Sehr richtig, zu retten, was noch zu retten ist. Was? Das ist auch Ihre Meinung? Ja, wir werden in das Bankhaus Mylius wohl oder übel neue Gelder hineinbuttern müssen. Was, neue Gelder? Haben Sie sie? Haben Sie sie? Ich zeichne zunächst einmal 1 Million Gulden. Und ich lasse Herrn Mylius ein Denkmal errichten. Eine schlechte Spekulation, Herr Jacquin. Denkmäler sind heute nicht gefragt. Die Welt schaut nicht mehr rückwärts, sondern vorwärts. Also vorwärts, meine Herren. Wie viel zeichnen Sie? Dieser Herr Hendrik Mylius war also ein ausgekochter Halunke. Mylius
war ein charakter- und sozialdenkender Mensch. Hat nicht Carsten selbst zugegeben, dass er von ihm ein über alle Erwartungen großes Gehalt empfing? Gewiss, er hat ihn einmal angeschrieben. Aber hatte er nicht von seinem Standpunkt aus recht? Ich hätte ihn auch angeschrieben. Vielleicht sogar jeder von uns. Ich komme zum Schluss. Wohin wir auch schauen, alle Tatsachen stellen sich gegen den Angeklagten. Allein die Zeugin Eve Latour hat ihn reinzuwaschen versucht. Aber was gilt das schon angesichts des schwer belastenden Zeugnisses eines so besonnenen und ruhigen Mannes wie des Sekretärs Caro? Dieser treue Sekretär verhinderte vielleicht, dass es schon damals zu einem Totschlage kam, als der Angeklagte sich im Büro auf seinen Chef stürzen wollte. Seine Aussage haben Sie ja gehört. Hierzu kommt noch die Aussage des Zeugen Van Toff, der bekundet, dass Carsten ihm gegenüber noch am Tage vor dem Fluge unverhüllte Drohungen ausgestoßen hat. Und dass der Angeklagte am Morgen des verhängnisvollen Tages den Monteur Pierre Branchard verhinderte, ihn auf dem fragwürdigen Fluge zu begleiten. Endlich die beiden Fingerabdrücke auf dem Revolver. Mag sein, dass es um den Besitz des Revolvers ein Handgemenge gab. Aber der tödliche Schuss ist von dem Manne da abgefeuert worden, der nun seiner gerechten Aburteilung entgegensieht. Meine Herren Geschworenen, die Aufgabe eines Staatsanwalts ist, mit unerbittlicher Klarheit die Tatsachen von allem Wust und Beiwerk freizulegen. In dieser Pflicht bin ich mir bewusst, ein Äußerstes zu tun, wenn ich nicht auf vorsätzlichen Mord plädiere, sondern auf Totschlag. Mylius ist tot. Und sein Pilot hat ihn erschossen. Im Mordprozess Carsten wurde der ehemalige Pilot des Bankiers Mylius, des sogenannten Grünen Kaisers, wegen Totschlages zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Wir hörten die Nachrichten des Drahtlosen. 3 Jahre Gefängnis. 3 Jahre. Eigentlich sehr milde. Der arme Mylius. Aber was hat er nun von seinem vielen Geld? War sicher ein guter Mensch. Gut war er nicht, aber klug. Gut sein, lieber Heusen, das können sich in dieser Welt nur wenige leisten. Fressen oder gefressen werden. So ist das Leben. Und eine Joanna bleibt. Hübsch machen. Für sie. Na endlich, da ist sie ja. Joanna. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder bei uns sind. Weihnachten gibt's Fresszulage. Wenn man sich da wenigstens was wünschen könnte, sagen wir mal, eine Feile für die Nägel oder eine Säge für das harte Brot, das wäre so ein Geschenk. Was meinst du wohl, wie schnell ich da hier raus wäre? Brief für Sie. Für mich ist nichts bei. Früher bekam ich wenigstens alle 3 Monate eine Räumungsklage. Und hier zahle ich keine Miete und man will und will mich nicht rauslassen. Das liegt daran, weil ich so ein angenehmer Mieter bin. Was hat sie denn geschrieben? Ach, deine Briefe zurückgeschickt. Du, da stimmt denn was nicht. Fertig. Erinnern Sie sich noch? Es gab mal eine Zeit, da kamen Sie angelaufen und riefen schon von Weitem, das Essen ist fertig. Und dann fragten Sie, warum die Krokodile nicht anbeißen wollen. Ja, das ist lange her.
7 Monate. Und viel hat sich geändert seitdem. Erinnern Sie sich noch? Ich wollte Sie damals etwas fragen. Und? Ja. Joanna. Es ist serviert. Joanna. Leben Sie wohl, Herr Carsten. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen. Ich will dir doch bloß helfen. Das habe ich damals an deiner Aussage gemerkt. Ach Mann, das war vor 3 Jahren. Schwamm drüber. Da am Wagen sitzt ein Herr, der dir ein Angebot machen möchte. Und wieder ein Millionär, der verschwinden will. Im Gegenteil, Mensch, im Gegenteil. Du sollst uns einen suchen helfen, einen gewissen Miller. Miller? Ja. Eine Zigarette. Kommt uns ja bekannt vor, was? Wollen Sie sich setzen, Herr Carsten? Ich habe Sie hergebeten, Herr Carsten, weil ich glaube, dass Sie uns in einer bestimmten Angelegenheit wertvolle Aufklärungen geben können. Eine Zigarette, bitte. Sie kennen Herrn Henry Miller. Miller? Nein. Na nun, du hast mir doch erzählt, dass er dir ein Empfehlungsschreiben an Mylius gegeben hat. Ja, das stimmt, aber... Den Brief, den hat mir meine gewesene Braut gegeben. Herr Miller war am Tag vor meiner Ankunft schon abgereist. So. Sie haben ihn also nie kennengelernt? Nein. Sie sagten gewesene Braut. Ja, ganz recht. Joanna, sie hat vor 2 Jahren eben diesen Herrn Miller geheiratet. Ich habe nur nicht gewusst, ob Sie darüber unterrichtet sind. Wie haben Sie es denn erfahren, Herr Carsten? Sie hat mir es geschrieben. Haben Sie die Absicht, Frau Miller jetzt aufzusuchen? Nein. Miller war der beste Freund von Mylius. Außerdem hat sie mich darum gebeten, es nicht zu tun. Ja, ja, ich verstehe. Aber wir hätten großes Interesse daran, dass Sie doch einmal mit Ihrer früheren Braut zusammentreffen. Sie? Warum? Sie haben während des Prozesses immer betont, dass Sie unschuldig sind, Herr Carsten. Das bin ich auch. Ja, ja. Sehen Sie, ich kann Ihnen nämlich eine vertrauliche Mitteilung machen. Wir haben inzwischen herausbekommen, dass der Herr Mylius ein recht dunkler Ehrenmann gewesen ist und haben den Verdacht, dass er mit diesem Herrn Miller irgendwie unter einer Decke gesteckt hat. Das habe ich rausgekriegt. Dieser Miller muss ein Helfershelfer bei verschiedenen unklaren Transaktionen gewesen sein und ist vermutlich aus demselben Holz geschnitzt wie Mylius. Ich glaube nicht, dass Ihre Braut eine gute Wahl getroffen hat, als sie diesen Miller heiratete. Wie meinen Sie das? Ja, ja, Sie können ihr helfen. Kann ich etwas für Sie tun? Vor allem ruhig zuhören. Dieser Miller hat die Versender verkauft und fährt mit seiner Yacht in der Weltgeschichte herum. Mal taucht er auf den Bermudas auf, mal auf den Kanarischen Inseln. Er kommt unerwartet und dampft genauso wieder ab. Er ist einfach nicht zu fassen. Die Polizei, die fasst da sonst so schnell zu. Polizei? Die Polizei hat mit dieser Sache nichts zu tun. Tja, meine Herren, ich wüsste auch nicht, was ich in dieser Sache tun könnte. Sie suchen Ihr Recht. Vielleicht kann Ihnen Ihre gewesene Braut dabei behilflich sein. Sie können doch mit diesem Miller reden und dabei Tatsachen über Mylius erfahren. Uns interessiert in der Hauptsache nur eins. Wo hat sich Mylius seiner Zeit aufgehalten, als er für 5 Wochen aus Europa verschwunden war? Ich stehe Ihnen zur Verfügung, Herr Picard. Gut, Herr Carsten. Wir werden dich gleich benachrichtigen, wenn wir raus haben, wo sich die Yacht befindet. Halten wir.
Die Hafenpolizei mit den Zollbeamten, Herr Miller. Gehen Venice an Land? Das weiß ich nicht. In Ordnung. Sind Sie's, Landhoff? Ich habe Nachricht. Carsten soll sofort abfliegen. Die Yacht liegt bei Nizza vor Anker. Also bitte lass mich mit Paris zufrieden. Ich habe dir deinen Wunsch erfüllt. Wir sind nach Frankreich gefahren. Wir ankern in Nizza. Aber damit Schluss! Ist das Verfolgungswahn? Oder kannst du kein Land mehr sehen? Fürchtest du dich vor Menschen? Was hast du eigentlich? Was ich habe? Nichts. 30 Jahre meines Lebens habe ich gearbeitet. Jetzt will ich ausruhen. Oder darf ich das vielleicht nicht? Was denkst du, ausruhen? Seitdem du die Versender verkauft hast, ziehen wir wie Verfolgte durch die Welt. Vorüber! An allem vorüber! Jetzt ankern wir in Nizza und dann geht's weiter nach Genua, nach Palermo, nach Tripolis, nach Colombo. Nach! Zum Schluss ins Irrenhaus! Das wird die letzte Station sein! Ich fahre nicht nach Paris. Ich gehe überhaupt nicht an Land. Ich! Immer nur ich! Um mich kümmerst du dich nicht! Andere wären froh, wenn sie das hätten, was du hast. Andere? Ich möchte den sehen, der das erträgt. Ich will einmal Boden unter den Füßen haben. Land, Erde. Endlich Ruhe. Wem wollen Sie? Zu Frau Miller. Ist Ihr Name? Jan Carsten. Warten Sie bitte hier. Herein. Ein Herr Carsten möchte Sie sprechen. Wer? Ich. Joanna, ich bin unschuldig. Ah, ja. Glaube mir. Ich schwöre dir, ich bin unschuldig. Evela, du. Das ist alles nicht wahr. Das war ein Zufall, ein Missverständnis. Ich habe dir doch alles geschrieben. Du hast mir meine Briefe zurückgeschickt. Deine Briefe? Ich? Nein. Du. Bist unschuldig, ja? Ja, Joanna. Bist du glücklich, Joanna? Was ist das für ein Boot hier? Ich weiß nicht. Ich wundere mich auch schon.
Warum hat man mir nicht gemeldet, dass jemand gekommen ist? Ich habe keine Ahnung, Herr Miller. Liebst du ihn? Ja. Ich bitte dich. Ich dulde so etwas nicht. Ich habe Befehl erteilt, dass mir jeder Besuch sofort gemeldet wird. Wenn noch einmal jemand ohne mein Wissen an Bord kommt, fliegen Sie. Aber das ist doch nicht so schlimm, Herr Miller. Ich habe... Zu schweigen und Anstand zu lernen. Weiter nichts. Gehen Sie. Julius! So, das Modell ist fertig. Mal aufhören mit der geistigen Arbeit. Kommt mal her, Kinder. Also, hier in der Führerkabine sitzt Carsten. Nun erklär mir mal den Fall. Lieber guter Mensch und Kollege zugleich. Die Sache ist doch so einfach. Hier ist Carsten eingestiegen. Und da ist Mylius. Nicht Mylius, sondern Miller. Ich könnte dich in der Luft zerreißen. Jetzt heißt er doch noch Mylius. Also hier ist Mylius wieder rausgefallen. Aber das muss doch der Carsten gemerkt haben. Ja, aber warum denn? Carsten saß hier am Steuer und Mylius hatte die Tür zum Führersitz wieder zugemacht. Die Propeller dröhnten. Es ist völlig unmöglich. Carsten konnte nicht hören, dass der grüne Kaiser aus dem Flugzeug hinausspazierte. Nein, das konnte er wirklich nicht. Dann wendete Carsten im Rücken den Notlandeplatz und floh gegen Calais. Lass doch den Quatsch, ja? Während hier Mylius lautlos saß. Also jedenfalls konnte Carsten nichts bemerken. Inzwischen ging Mylius ganz gemütlich nach St. Paul. Von da fuhr er nach Roubaix und ging bereits als Henry Miller heimlich still und leise, aber stolz erhobenen Hauptes über die Grenze. Ein Hoch unserer Polizei, die das 3 Jahre zu spät rausgekriegt hat. Das war schon ein toller Scheich, der grüne Kaiser, was? Na, jetzt hat's ihn doch erwischt. Wieso? Der grüne Kaiser ist seit 3 Jahren mausetot. Jetzt war es Herr Miller, der Carsten erwischt hat. Aber das ist doch ein und derselbe. Ach nee, warum haben Sie denn den Carsten zum 2. Mal festgenommen, wenn er seine Strafe für den Totschlag schon verbüßt hat? Mensch, du hast mal einen lichten Moment gehabt. Gratuliere, hör doch auf, du Nervensäge. Wenn Miller und Mylius dieselbe Person sind, ja, dann kann Carsten doch gar nicht zum 2. Mal bestraft werden. Du, ich habe eine Schlagzeile für dich, eine Schlagzeile. Der grüne Kaiser zum 2. Mal getötet. Darum frage ich, hat der Angeklagte getötet oder nicht? Es gibt nur eine Antwort. Ja. Und da eine solche Tat Sühne fordert, muss sie gesühnt werden. Und sie wird gesühnt werden. Sie ist schon gesühnt worden. Jawohl. Den Saal räumen lassen, wenn die Verhandlung gestört wird. Die Millionen im Volke, die diesen Prozess mit leidenschaftlicher Anteilnahme verfolgen, sollen wissen, dass es für die staatliche Justiz völlig gleichgültig ist, ob der Ermordete ein Unwürdiger gewesen ist. Selbst der Mylius hatte das Recht, vor illegaler Privatjustiz geschützt zu werden. Was hat der Angeklagte getan? Anstatt Mylius als einen Schädling der Gesellschaft der Justiz zu übergeben, hat er ihn aus privaten Motiven erschossen und ihn dann mit seiner gesetzlichen Aburteilung entzogen. So hat sich der Angeklagte durch einen Racheakt gegen das Gesetz gestellt. Gegen das Gesetz, von dem er jetzt verlangt, dass es ihn freisprechen soll. Meine Herren Geschworenen, die Tat des Angeklagten ist ein Racheakt im doppelten Sinne, weil er mit dieser Tat zugleich den Mann seiner einstigen Braut aus dem Wege räumen wollte. Nein! Bitte um Ruhe. Die Zeiten sind vorüber, in denen man sich schon vorher Ablasser kaufen konnte für eine Sünde, die erst später begangen werden sollte. Jedes Gericht kann irren. Doch dieser Irrtum ist kein Freibrief für einen Totschlag. Ich verlange im Namen des Rechts Sühne für die begangene Tat. Ich beantrage die Verurteilung des Angeklagten wegen Totschlags unter Anrechnung der Untersuchungshaft zu 9 Jahren Zuchthaus. Tut mir leid, ohne Karte dürfen Sie nicht hinein. Ich habe ja meine Karte. Meine Herren Geschworenen. Erkennen Sie den Widersinn, zu dem eine Verurteilung führt. Erkennen Sie doch, dass diese Verurteilung sich gegen einen Mann richtet, dessen Aussage, wie der erste Prozess bewies, nicht die geringste Unwahrheit enthielt.
Er hat auch jetzt nicht gelogen, wenn er aussagt, dass Mylius es war, der zuerst angegriffen hat. Denn Mylius hatte ja das allergrößte Interesse daran, ihn zu vernichten. Ja, Mylius musste ihn beseitigen, weil Carsten der Einzige war, der sein Geheimnis kannte. Nicht für Carsten, sondern für Mylius ging es hier um sein oder nicht sein. Mylius zog den Revolver. Und der Angeklagte hat ihm die Waffe aus den Händen gewonnen. Und dann, als Mylius ihn schon fast erwürgte, schoss er. Dieser Schuss war also der letzte Ausweg. In höchster Not hat er gehandelt, als er einen Verbrecher am Volke, einen Verbrecher an seiner Ehre, einen Verächter aller Gesetze vernichtete. Der Beweis, dass der Angeklagte die Wahrheit spricht, liegt in der Wahrhaftigkeit des Angeklagten. Ein Mann, der immer den geraden Weg gegangen ist, der unschuldig 3 Jahre im Gefängnis gesessen hat. Und diesen Mann wollen Sie ein zweites Mal verurteilen? Tun Sie es, meine Herren Geschworenen, im Namen des Volkes. Und Sie werden die Antwort hören, die das Volk Ihnen darauf gibt. Ich beantrage Freispruch und sofort die Haftentlassung des Angeklagten. Bitte um Ruhe. Meine Herren Geschworenen, ich erinnere Sie daran, dass Sie verpflichtet sind, gewissenhaft die Anklage zu prüfen. Nicht nach Abneigung oder Sympathie zu urteilen, sondern nur nach Ihrem Gewissen und Ihrer innersten Überzeugung. Sie haben über die Frage zu entscheiden, ist der Angeklagte des Totschlags an Hendrik Mylius Miller schuldig? Ja oder nein? Also, meine Herren, das Gesetz verlangt von den Geschworenen keinerlei Rechenschaft über die Gründe des Urteils. Sie sind nur berufen zu entscheiden, ob der Angeklagte des ihm zur Last gelegten Verbrechens schuldig sei oder nicht. Das Gesetz richtet nun die einzige Frage an die Geschworenen, die den ganzen Umfang ihrer Pflichten umschließt. Zu welcher inneren Überzeugung sind Sie nach bestem Wissen und Gewissen gekommen? Also Moment mal, Moment mal. Wie liegt denn der Fall? Der Mylius ist tot. Wer hat ihn getötet? Der Carsten. Ist der Carsten dafür bestraft worden? Jawohl, er hat ja 3 Jahre im Gefängnis gesessen. Na, was gibt's denn da nun noch zu fragen? Der Mann hat getötet, er hat seine Strafe schon verbüßt und damit basta. Sie überschreiten Ihre Kompetenzen. Wir alle fühlen für den Angeklagten. Aber wir haben hier nicht frei zu sprechen, sondern nur die Frage zu beantworten, ob er des Totschlags an Mylius schuldig ist oder nicht. Aber er hat doch in Notwehr gehandelt. Das ist doch nicht erwiesen. Ein wahres Wunder, dass du mich gefunden hast. Warum bist du bloß so spät? Ich bin überhaupt nur gekommen, um dir deine Karte zu bringen, die du bei mir liegen gelassen hast. In der Aufregung verlieren manche Menschen so ihren Kopf und merken es nicht einmal. So, mein liebes Kind, und vor allen Dingen zu den Reportern. Ich bin ja nicht zum Vergnügen hier, nicht? Ich bin hier, um Karriere zu machen. Für dich wird alles zum Theater. Notwehr, mein Kind, Notwehr. Dann ist das Leben weniger gefährlich. Hallo, Legrand. Ah, Frau Nora, was Sie gesagt? Ebe Natur so tief in Schwarz. Falserin, bitte. Sie wollen uns doch nicht um eine ehrliche Entscheidung drücken. Ich habe heute so viel von Gesetz und Gerechtigkeit gehört. Das Gesetz verlangt, dass wir unser Gewissen befragen. Und das wollen wir nun endlich tun. Da scheint ja da drüben halt eine recht lebhafte Sitzung zu sein. Ist ja auch kein einfacher Fall. Das verstehe ich nicht. Der Mann ist schuldig. Der Fall liegt juristisch, doch ganz klar. Juristisch? Schon. Ich bitte die Herren Geschworenen, ihren Wahrspruch bekannt zu geben. Auf meine Ehre und mein Gewissen vor Gott und den Menschen, der Wahrspruch der Geschworenen lautet, der Angeklagte ist des Verbrechens, des Totschlages
nicht schuldig. Im Namen des Volkes, der Angeklagte Jan Karsten wird von der Anklage des Totschlages, begangen an dem ehemaligen Bankier Hendrik Milius Miller, aufgrund des Wahrspruchs der Geschworenen freigesprochen. Er ist sofort aus der Haft zu entlassen. In allen autoritären Staaten, so hat sich auch in Spanien die Auffassung des Sportes grundlegend gewandelt. Aus der Rekordjagd des Einzelnen wurde die Leistungsgemeinschaft der Sportmannschaften. Die spanische Jugend vor dem Caudillo. Zu den alljährlich stattfindenden nationalen Sportcampen Japans traf auch der Kaiser Hirohito ein, um den Wettbewerben im Stadion des Meiji-Schreins bei Tokio beizuwohnen. Deutschlands Wintersportsaison wurde trotz des Krieges programmmäßig mit dem Skiwettbewerb auf dem Zugspitzplatt eröffnet. 92 Läufer und Läuferinnen beteiligten sich an dem großen Torlauf. Christel und Rudi Kranz blieben auch diesmal Sieger. Immer wieder hereinbrechende Schneeböen und eine grimmige Kälte machten den Kampf besonders schwierig. Für die Dezember-Sammlung des Winterhilfswerkes wurden etwa 34 Millionen Weihnachtsfiguren hergestellt. Der größte Teil davon in den ehemaligen Notstandsgebieten des Bayerischen und Böhmerwaldes und des Erzgebirges. Jeder hilft an der Verteidigung des Vaterlandes auf seinem Platz mit. Im Berliner Sportpalast wurden 4000 freiwillige Helfer und Helferinnen des Roten Kreuzes vereidigt. Nach gründlichster Schulung und Prüfung gehen sie nun in die Lazarette der Front und der Heimat. Des Deutschen Reiches und Volkes. Adolf Hitler. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe.
Auch hier helfende Hände. Mitglieder der Parteiorganisationen und der Arbeitsfront, die sich jeden Sonntag im Gaswerk Berlin-Tegel einfinden, um die eingetroffenen Kohlenzüge für die Berliner Haushaltungen zu entladen. 1200 Mann bewältigen in 9 Stunden rund 60 Waggons. Das ist pro Kopf eine Tonne. Wo deutsche Organisation einsetzt, wird mit allen Kräften aufgebaut. In den zurückgewonnenen deutschen Gebieten des ehemaligen Polen wird Tag und Nacht an der Wiederherstellung der zerstörten Brücken gearbeitet. In Thorn wurden zur rascheren Beseitigung der Trümmer Sprengkommandos eingesetzt. Die deutsche Industrie erledigt auch während des Krieges alle Bestellungen des neutralen Auslandes. In Hamburg wurde ein riesiges Generatorenrad der Siemens-Werke von 6 Meter Durchmesser und 50 Tonnen Gewicht verladen. So pflegt Deutschland in einem gesunden Warenaustausch seine Handelsbeziehungen zu den neutralen Ländern. Der deutsch-rumänische Handelsvertrag wird Punkt für Punkt erfüllt. Rumänische Bauern bringen gemeinsam und unterstützt von der nationalen Jugend die Maisernte ein. Riesige Mengen von Mais und Getreide werden nach Deutschland verfrachtet. Anders sieht es dagegen in den Häfen der neutralen Staaten an der Nordsee aus. Die britische Piratenpolitik brachte den Handel dieser blühenden Länder fast völlig zum Erliegen. So trifft Englands Hungerblockade zuallererst ganz unbeteiligte Nationen. Ob in Amsterdam oder in Oslo, Rotterdam oder Antwerpen, all wächst die Zahl der Arbeitslosen. Um die Handelsschifffahrt trotz alledem möglichst zu sichern, räumt die deutsche Kriegsmarine die Wasserstraßen ständig von feindlichen Treibminen. Eine gefährliche Arbeit,
Die aufgefischte Mine wird entschärft. Vorsichtig wird der Zündsatz herausgenommen. Englische Soldaten sind in Frankreich eingetroffen. Sie werden jedoch vorerst nicht in der Front eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es vielmehr, zunächst durch Werbemärsche in den französischen Städten die zweifelnde Bevölkerung von der Ankunft englischer Soldaten in Frankreich zu überzeugen. Wie das Bild zeigt, scheint hier in Paris die Begeisterung über den Bundesgenossen allerdings nicht allzu groß zu sein. Im Gefühl seiner Stärke tut der deutsche Soldat seinen Dienst am Westwall. Ablösung rückt ins Vorgelände. Eine Reihe der tief gestaffelten Höckerhindernisse wird passiert. Artillerie-Alarm. In kürzester Zeit ist alles marschbereit. Batterie leichter Feldhaubitzen geht in Stellung. Der Heeresbericht meldete in letzter Zeit wiederholt leichte Artillerietätigkeit an verschiedenen Stellen der Front. Tätigkeit erfordert den ganzen Mann. Unentwegt werden die jungen Soldaten geübt, um ihre wichtige Aufgabe zum Besten der gesamten Front erfolgreich lösen zu können. Thank you.
Deutschlands Kriegsmarine hat der englischen Seeherrschaft hart zugesetzt. Unsere U-Boote sind ständig auf der Wacht. Und wehe, wenn sich ein britisches Schiff blicken lässt. Zum Angriff. Schon jagt der Torpedo gegen den Feind. Treffer! Auch über See gibt es genug zu tun. Ein neutraler Handelsdampfer wurde gestoppt. Der Kapitän bringt die Schiffspapiere an Bord des U-Bootes, um sie auf Konterbande kontrollieren zu lassen. Flaggensignal, Schiff kann passieren. Das U-Boot hat seine Aufgabe erfüllt und kehrt durch schwere See in den Heimathafen zurück. Ein deutsches Vorpostenschiff entbietet den ersten Gruß der Heimat. Tapferen Männern wird ein freudiger Empfang bereitet. Die weißen Wimpel sind die Siegeszeichen der Fahrt. Sie tragen die Namen der aufgebrachten und versenkten Schiffe. Trotz des ungünstigen Flugwetters, das zu dieser Jahreszeit über der Nordsee herrscht, setzt unsere Luftwaffe ihre Aufklärungsflüge nach England fort. Einziger neutraler Handelsdampfer wird gesichtet. Hier die englische Küste. Und überall, in weitem Umkreis, die Spuren der deutschen Seekriegstätigkeit.